Trash! Juhu! Ganz, ganz toll. Kacke, ey. Also, wir schauen uns einmal die Map an. Leah's Cottage. Marnie's Ranch. Most Days. Backwoods. Oh, so eine Kacke. Kommt nicht an Kohle, ey. Jetzt muss ich mir den Scheiß kaufen wahrscheinlich. Farm Pelican Town. Ah, Hate. Absolutes Hate, ey. Ab 9 am. Ja, dauert also noch ein Stündchen. Kommen wir eigentlich von hier auch zur Town? Müssten wir ja, ne? Jo. Also gehe ich Kohle kaufen. Ganz, ganz großartig. Oh, Mann. Ihr merkt, ne? Das fuchst mich gerade richtig dolle an. Kohle müsste ich ja bei unserem Schmied kriegen. Oh, fuck it. Und der war doch irgendwie ganz hier im Osten der Stadt. Oh, verkauf mir schon was. Ja, 100, ey. Inventory full. 5 gibt das nur? Ja, dann nimm, ey. Alter. Was du für ein Halsabschneider bist, Bruder. Ich krieg mich nicht mehr ein. Oh, ich Vergessling. So, genug rumgeheult. Ich glaube auch, wir haben jetzt so ziemlich alles. Ich kann ja schauen, ich Idiot. Crafting. Ja, bis auf Fiber. Aber Fiber, das kriegen wir hin. Da können wir das Nützliche mit dem, was wir tun müssen, verbinden. Wir müssen ja sowieso ein bisschen was weghacken bei uns. Penny, hi. Hallo, was ist denn los, mein Dirn? Why so sad? Why so trübselig? Was ist da los hier drin? Kann ja nicht angehen, junge Dame. Noch ganz bewusst jetzt den Weg gegangen, weil ich jetzt im Westen auch mal schauen kann, was da noch so abgeht. Sehe ich nicht ein, hier erst einmal die Sachen wegzumachen? Nö. Nicht solange es bei uns auch noch so aussieht, wie hier gerade. Oh, aber hier kann man bestimmt geil fischen. Wenn das Inventory nicht gerade voll wäre. Ja, ganz, ganz großes Kino. Ich habe halt Müll dabei und kann deswegen nicht fischen gehen. Toll. Ganz, ganz toll. Oh. Egal. Über 300 davon mittlerweile. Und wir sind wieder back bei unserer Farm. Und jetzt müssen wir ganz, ganz viel Glück haben. Schön. Und halt eine Menge von diesen Dingern da bekommen. Sieht ja nicht so geil aus. Scheinbar geben die das nicht. Alter. Kannst du mir nicht erzählen. Aber wir sind schnell durch gewesen. Holla die Waldfee. So, Fibers. Kommen nur durch die Dinger raus. Gar nicht schlimm. Wir haben davon noch etliche. Wir haben also bald die 20 zusammen. Alles gut. Na schau. Was jeder von denen? Ganz, ganz toll. Na, einer noch. Du? Pff, gleich mal 3, ey. Wahnsinn. Also, eine Scarecrow. Siehst du mal. Updated. Done! Ja, wow, das sind halt die 100 Münzen, die wir jetzt zurückbekommen haben, letztendlich fürs Kaufen von dem scheiß beknackten Kohleteil. So, guck mal, die Scarecrow. Hauen wir mal hier mittig rein, würde ich sagen. So, jetzt kommen die blöden Viecher auch erstmal nicht und... Ah, oh, nervig. Habe ich heute eigentlich schon gegossen? Nö, habe ich nicht. Ich war von der Scarecrow viel zu abgelenkt, ich Dussel. Aber holen wir alles nach. Easy peasy, no problem. Die müssten jetzt auch am nächsten Tag alle schlüpfen, hätte ich fast gesagt. Reif sein. Zum Pflücken und dann gibt das wieder ein bisschen Kohle. Da ist schon wieder ein Nachzügler. Der nicht ganz so recht will wie die anderen. Unser Wasser reicht auch nicht mehr aus, um eine ganze komplette Fuhre.
zu bewässern. Nervig. Zum Glück ist dieser kleine See ja ganz nah dran. Ein See, ey. Eine Pfütze ist das. Aber völlig egal. Die Pfütze gibt uns Wasser. So, dann hätten wir das erledigt. Und jetzt will ich hier nochmal so ein bisschen schlitzen gehen. Schlitz, Schlitz, Schlitz. Das macht quasi am schnellsten, am meisten weg. So. Guckt es euch an. Gleich alles viel ordentlicher. Wenn die Bäume halt noch irgendwie nerven. Katschau, katschau, ah, sterbet, los. Blöden Pflanzen. Not with me. Ja, dieses Under Construction Ding. Wird irgendwann mal bestimmt was ziemlich Cooles. Flup, flup. Even more Holz. Das können wir uns gleich vielleicht auch irgendwas Hübsches nochmal craften. Na, triff schon. Ein Parkettboden oder sowas. Inventory schon wieder voll. Ah, meh. Ganz ehrlich, kann ich die irgendwo reinhauen? Kann ich machen. Geil. Was auch immer aus dir wird. Ich setze meine Hoffnung in dich. Let's go, Pikachu. Oh ja, klar. Der erste trifft, alle anderen gehen in die Leere. Einmal gerade hinsetzen. Ich tendiere immer dazu, auf dem Steißbein zu sitzen und das tut weh. 17 Wut, Alter. Wut. Wut. Das ist schon hart. Wir haben auch ganz, ganz viele Maple Seeds mittlerweile. Die Frage ist nur, wann wir die einsetzen können. Flup, 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 flup. Auch die Saps, die würden ganz, ganz viel Kohle bringen. Ich weiß jetzt halt nicht, ob die als Fertilizer noch mehr Kohle bringen würden, indirekt, aber es ist mir egal. Wer jetzt gedacht hat, Huber achtet nicht auf seinen Gesundheitszustand bzw. Erschöpfungsrate, der hat sich getäuscht. Per Zufall, Glück und wie auch immer, habe ich gesehen, wir sind ziemlich müde und müssen deswegen schlafen gehen. Okay. Ja, okay. Zur Hölle. Ja, alles gut. Nochmal im Crafting. So eine Chest wäre vielleicht ganz cool. Woodfence. Campfire. Mudron, okay. Of Light. Brauche ich das? Gravel Path. Create Path. Spruce your floors. Aha. Schön, schön, schön. Irrelevant, wir gehen schlafen. Jetzt konnten wir wieder nicht fischen gehen. Zum Kotzen. Ja, immer anders als man denkt. Money, money, money. 82. Hat was. Nicht zu unterschätzen, finde ich. Kokoloko. Damit werden wir wieder über 400 Dollar. Oh, geil. Hier, Cherry Tree Blossoms und so. Voll schön. Parsnip, Parsnip, Parsnip. Flup, flup, flup. Bück dich, kleiner Farmer. Bück dich und zieh sie aus dem Boden. So. Wir geben wieder ein bisschen Wasser. Ach, da ist ja nochmal einer. Du blöder Nachzügler. Dass hier das Ding auch schon nicht mehr da ist, ist irgendwie seltsam, aber gut. Mit dem Wasser ist das so eine Sache. Ich glaube, das ist absichtlich so reinprogrammiert, dass das nicht perfekt ist, sondern immer mal wieder so ein bisschen, da bleibt eine Stelle nass oder die andere ist halt nasser und na und meh und das ist, glaube ich, ganz clever reinprogrammiert worden. Und hopp. Dafür dürfte es jetzt auch noch reichen. So hübschen Blümchen. Jawohl. Gut. Zum Verkauf. Und dann
Gehen wir endlich angeln! Juhei. Deswegen werde ich jetzt auch kein Holz schlagen oder sonst irgendwas tun, was unser Inventory voll machen könnte. Hier werde ich auch nicht angeln, weil klappt ja sowieso nicht. Aber hier wird das sicherlich stisselig sein. Gibt es ja auch richtig gehend einen Steg und so. So, wenn hier auch noch Mülle ist, dann kotze ich einfach. Boom, fast Maximum. Das hat auch ein bisschen fahles Gewässer, sehe ich gerade. BZW seicht. Hit! Ach was. Oh Gott. Ich habe für einen Moment vergessen, wie dem geht. Oh. Na, mein Freundchen. Komm schon. Der war hart. Beziehungsweise härter als die anderen. Okay. Smallmouth Bass, 12 Inches. Das ist, glaube ich, stattlich. Oh, apropos glaube ich. Womöglich muss ich jetzt richtig gehend Inventory voll den Typen verkaufen gehen bei dem Fischer. Und kann ihn nicht einfach in unsere hübsche kleine Truhe schmeißen. Wobei ich das natürlich als erstes versuchen werde. Ja, geil. Fischi. Steine können wir ja mal hacken. Dass so eine Geode mal rauskommt, ist äußerst selten. Und das Kohle, super. Na nee, egal, werde ich ja zweifelsfalle gleich nochmal aufheben können. Ja, ist ja gut, ey, ihr nervt. Warum ihr seid ihr nervt? Hat funktioniert, finde ich stisselig. Aber unser Inventar ist echt klein. Ich hätte gern so ein Upgrade übers Doppelte. Wenn ich ganz ehrlich sein darf. Und ich meine, und ich hacke, und batz. Ich gehe gar nicht damit kaputt. Na gut. Muss ja nicht. So, Hauptsache, wir können die hier zerstören. Mit unserer Spitzhacke. Ich glaube, das kostet denen dann aber irgendwie auch mehr Mühe, mit der Spitzhacke drauf zu hauen. Wenn ich mir L'Energie angucke von unserem kleinen Hube. Ja, ist schon hart, das Ding zu schwingen, wa? Flatz, flatz. Oh, nochmal so Magic Seed. Die ich übrigens vergessen habe zu wässern. Haben aber noch genau einen Schluck drin. Sollte funktionieren. Ah, Geode, schade. Blöd. Andererseits, ich baue mir jetzt, glaube ich, so eine Truhe und schmeiß dann da Holz und Steine rein. Ebenso wie anderen Sachen, die wir craften. Oh, warte mal. Der erstmal weg. So, eine Chest. Fein. Wo kann ich die denn jetzt hinstellen? Zum Beispiel auch daneben, geht das? Geht. Cool. Vielleicht war das jetzt auch doof. Nö, geht. Das, das, das. Wow, 3 Kohl haben wir sogar schon. Maple Seeds. Und jetzt haben wir auch wieder Platz, Leute. Guckt es euch an. Flup, 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 flup. Take this water. So. Ich will jetzt nochmal diesen einen kleinen Baum hier fällen. Und dann können wir eigentlich auch schon wieder schlafen gehen. Ah ja, und da ist auch diese Höhle gewesen. Die will ich mir dann doch nochmal angucken davor kurz. Flup, 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 flup. Bist du eigentlich? Schöner kleiner Altar irgendwie. Jawoll. Ah, herrlich, ey. Das wird langsam zu einem echt bewohnbaren Ort. Unsere kleine Farm. Was können wir hier denn tun? Ach, das Schwingen zockt mir auch Energie ab, wenn ich nichts kaputt hacke. Ja, das ist ja geil. Und festlich.
Aber die Höhle behalten wir uns mal im Hinterkopf. Ganz nah dran an unserer Butze, das ist schön. Pff, keine Mail. Hasse euch alle. Build a Coop. Was? You need her to... Okay. Ja. Robin, Carpenter, North of Town. Ja. Haben wir kein Geld für. Noch nicht. Yes, we sleep for the night. Level 1 Mining plus Pickaxe. Cherry Bomb. Oha. Himmel, Herrgott, der Fisch bringt echt viel. Wir haben unser Gold mehr als verdoppelt. Und ich glaube, jetzt müssten wir auch wieder in der Lage sein, ein bisschen was zu farmen, also abzugrasen. Oh, hello. Hello, Hube. Hallo, Mani. Siehst du diese Katze hier? Ja. Ich hasse Katzen. Aha. Sie hat sie außerhalb unserer Farm gefunden und sie denkt, dass die arme Kleine eine Streunerin ist. Der Maul! Ich glaube, sie mag diesen Ort. Hey, meinst du nicht, diese Farm könnte eine Katze gebrauchen? Ja. Dudley. Nö. Drexy muss natürlich Cookie heißen. Mein dummer Dreckskater. Naja, kleiner Cookie. Du bist jetzt ein gutes Kätzchen, ja? Alter Schwede. Am Arsch, ey. Katzen sind Monster aus der Hölle. So, take it, baby, but don't break it. Die zwei können wir auch direkt wieder hier reinschmeißen. Flop. So. Und dann heißt es natürlich erstmal wieder wassern, sonst vergesse ich das. Eins, zwei, drei, vier. Und so weiter. Ich glaube, ihr könnt alle besser zählen als ich. Oh, das sieht fast so aus, als könnten wir die... Tatsache. Unsere ersten Potatos, Alter. Schaut es euch an. Ein Tarohäumchen. Wir haben Potatos. Potatos, Alter. Direkt Pommes machen. Beste, wo gibt. Ein kleiner Nachzügler, der schon wieder nicht so will. Die Musik spielt auch schon wieder nicht. Ich muss das entschuldigen. Das heißt, ihr müsst euch jetzt mehr auf meine Stimme konzentrieren. Konzentriert euch. Hube will nur Gutes. Will er wirklich, verdammt. Diese Welt ist so voller Krieg und anderen scheißen Drecken. Da will ich den Leuten nicht auch noch irgendwie was Böses. Wollt nicht irgendwie einer Potatoes haben? Ist mir jetzt egal. Wir schmeißen die einfach rein. Whoop. 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 Guck mal. Wir könnten und sollten wohl auch wieder ein bisschen was kaufen, weil unsere Farmen sind jetzt größtenteils leer. Ist halt leider so. Wir haben jetzt nicht so unbedingt den krassen Überschuss, dass wir uns die teuersten Dinge der Welt leisten können, aber für mehr als Parnips wird es reichen. Das ist schon wieder zu schnell, glaube ich. Pierre wird ja noch gar nicht aufhaben. Vincent hat Geburtstag. Das ist schön für Vincent. Oh, Wednesday is closed. Danke, Pierre. Du dummer, fauler Low. Jetzt muss ich bei Jojoas oder wie auch immer die Spastis heißen einkaufen. Joja. Life's better with Joja. Ja, von 9. Ist ja gut. 10 minutes gone. Oh Mann, ey. So, Pane, Bean Starter. 10 Days. Boah. 12. Potatoes. Tulip. Jazz. Ihr seid schon teure Schweinehunde, ne? Ist ja der Wahnsinn. Wallpaper. Flooring. Ich versuche mal diese Beanstarter. Oh, ihr teuren Schweine, ey.
Ja, ich habe wirklich 10 Stück gekauft. Oh Gott. Hat richtig weh getan im Portemonnaie, aber richtig dolle. Oh. Das war wahrscheinlich das Dümmste, was ich hätte tun können. Ich hätte halt einfach einen Scheißtag warten sollen und es bei Pierre kaufen. Aber gut, so habe ich den Weltkonzern Yoja nochmal etwas reicher gemacht. Ist halt so. Still better than McDonald's, aka das Lokal zur goldenen Möwe. Ich hab da was gesehen. Zack, gezockt, Alter. Ich will weg. Was ist das denn hier? Out of order. Schade, wie kriegen wir das denn wieder in order? Die Reifen da, ey. Hart. Lol. Habe ich das Spiel gebrickt? Kann ich fliehen wieder in die zärtlichen Arme von Yoyoba? Kann ich nicht. Schade, sehr schade. It's a battery-powered Lockbox. Ist leider keine Batterie drin. Okay, wir würden da aber eine Batterie wohl reinhauen können. Wenn und so. Hacke, 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 ey. Oh, ich will nur einen kleinen Shortcut dahin hacken. Okay, Calico Desert ist out of service. Blöf. Machst du nix, ey? Machst du absolut nix? Ah, das sieht so kacke aus, dass wir hier den Zoll nicht richtig aufgelockert haben. So, instant. Ein. Oh. 4, 5. So. Na, schau mal einer an. Sieht doch gleich ganz anders aus, wa? Oh, 75 haben die Dinger gekostet, ey. Leco mio schmatzo. It's much too much. Gut. Alles ist gewässert, alles ist gewässert. Das heißt, wir können hier wieder ein bisschen aufräumen, Ritis. Und vielleicht gleich ein bisschen was craften. Ich werde wohl einfach unfassbar viel Holz auch zusammensuchen. Damit wir uns dann von der Carpenterin schön was für Tierchens zusammen carpentern lassen können. Ich glaube, die Idee ist nicht verkehrt. Wie seht ihr das? Flup, flup, flup. Boah. Give it to me, baby. Beste. Oh, wie viele Bäume kann man an einem Scheißtag fällen? Vor allen Dingen als einzelne Person. Mit einer Axt. Ein richtiger Rambo, ey. Das fällt mir jetzt erst auf. So. Und bei uns damals auf dem Dorf ein Baum gefällt wurde, ne? Boah. Holla die Waldfee. Da sind noch 5 Leute hingegangen. 3 haben geplant und 2 haben gearbeitet, aber es waren 5 Leute. Gefühlt. So, wenn der jetzt noch weg ist, dann sind wir bald auch wieder so müde. Ich könnte ja mal versuchen, so ein Lagerfeuer in dieser Höhle da zu machen, fällt mir gerade ein. Oh, cool. Walnüsse. Ach, die kann man auch richtig geben pflanzen. Fetter Schissel. Ja, Problem ist jetzt halt wieder, wir haben gar nicht Platz. Warum kann ich das an so vielen Orten nicht pflanzen? Da. Zack, zack. Direkt wassern. Okay. Wir brauchen wohl kein Wasser. Egal. Scheiße. Die wollte ich eigentlich gar nicht aufheben. Also wirklich nicht. Social Crafting. Eine Torch. So, jetzt haben wir eine fucking Torch. Guck mal. Und die wird jetzt ein Leben lang hell erleuchtet? Minecraft-Style? Scheint so, ne? Oh, verdammt, ich hätte hier vielleicht mal
Aber wir können ja noch mal. Crafting, Torch. Basic Fertilizer. Cobblestone Path. Die werde ich dann vielleicht mal verwenden können. So, ganz toll. Kann ich jetzt auch mal irgendwie minen oder so? Ich verliere Energie, aber irgendwie passiert gar nichts. Also, außer dass ich Energie verliere. Bescheuert. So. Ja, ich habe auch gar nicht auf die Uhr geguckt. Das heißt, ich werde jetzt wohl oder übel mit Völkchen beenden. Dann wird in der Nacht wahrscheinlich wieder ganz viel schisseliges Zeugs passieren. Ich werde berichten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.